Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask und das bereitet mir immer noch hier Sorgen, was es damit auf sich hat. Aber bevor ich was falsch mache, habe ich jetzt mit Snipping Tool mir einen Screenshot von dem Song gemacht und will es gleich mal ausprobieren. L-R-Y-L R-Y-X-R. Ist das der Song, den wir schon hatten? Ist es das, was wir bei der Band, bei der Probe gespielt haben? Naja. Ist egal, wir machen erstmal wie immer die Zeit langsamer. Ich weiß nicht, ob wir es diesmal brauchen, denn heute will ich es mit den Bibern aufnehmen. Die warten, wenn wir uns irgendwie hochschießen mit dem Hookshot am Strand auf uns. Und ich weiß schon, was der Preis ist, nämlich eine Flasche. Und das schadet nichts, die mitzunehmen. Es hat ja wenig Sinn gemacht, die Flasche vorher mitzunehmen, denn ihr wisst ja selbst, es waren 4 Eier in der Gerudo-Festung. Und der Hookshot war auch da, von dem her. Ja, aber man hat halt schon, bevor man den Hookshot hatte, hat man halt auch schon das ein oder andere Ei gehabt, daher hat es wenig Sinn gemacht. Und naja. Egal, ja, im letzten Part haben wir uns Double Defense geschnappt und mal schauen, was diesmal dran ist. Also die Biber sind auf jeden Fall heute ins Ziel. Ich weiß aber nicht, was es sonst noch gibt. Also das Krug-Spiel könnten wir noch machen, aber da würde ich ehrlich gesagt erstmal im Internet nachschauen, so was es für gibt. Und eventuell brauchen wir für die Biber Geld. Ich weiß das gar nicht. Hast du eventuell ein bisschen Geld für mich? Mann! Ey, die dumme Teilsfalle geht mir jetzt mal auf den Sack und die Kutsche auch. Ja, komm, gib mir Rubine. Yes! Okay, mit 20 Rubinen sollte ich gegen die Biber spielen können. Gut, muss ich bloß herausfinden, wo es anfängt. Oder wir machen halt das Spiel, aber da bin ich mir unsicher, aus welcher Richtung man das machen sollte. Ich glaube sogar von hier drüben. Alter. Ich will es ausprobieren, komm. Einen Versuch gebe ich dem Ganzen. Ja. Hey Mika, willst du nicht gerne mal wieder deinen Spezialangriff ausprobieren? Ja. Was ist los? Du hast mal ein bisschen zu viel Zeit mit deiner Gitarre verbracht. Du hast es immer geschafft, alle Krüge beim ersten Versuch zu verbrechen. Zu zerbrechen. Du warst viel zu steif für jemand, der das noch nie gemacht hat. Verzeih, aber ich muss für den entstandenen Schaden den Rubin einfach. Du Sack. Es wird ein Scheiß. Das werde ich ein paar Mal machen müssen. Bis ich das hab. Da muss man wirklich perfekt stehen für. Und. Was? Wie sind die Linien rot? Habe ich jetzt reingeschissen oder was? Nee, die spawnen einfach nach, hä? So war das gerade rot markiert. Ich verstehe es nicht. Okay. Ist ja auch egal. Ich hoffe, den Rubine reichen für die Biber. Auch wenn wir jetzt an einem ziemlich beschissenen Ort sind, wo man als Sucher so normal nicht hochkommt, außer man ist im BOTW, wo die ja Wasserfälle hochschwimmen können. Von hier darüber. Da warten auch Truhen auf uns, wie es aussieht. Wahrscheinlich auch das ein oder andere Herzteil. Was überhaupt eins ist? Ja, 20 Rubine, okay. Hier oben ist allerdings auch noch was. Kann ich mich hier hochziehen? Nein, aber hier oben. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob sich die Truhe da drüben lohnt. Ja, da muss ich halt hinfliegen, so. Spring doch, du Kack! Alter, das ist dämlich. Wieso ist denn der jetzt schon wieder nicht gesprungen? Es geht mir nur auf den Sack. Was ist denn das? Das ist wie unnötig. Was hätte ich jetzt dagegen tun können? So ein Depp.
schwimmen. Lass mich doch einfach die Truhe da drüben mitnehmen. Das ist doch nicht so schwer, oder? Ja, jetzt springt er. Geht doch. Also, ich hoffe, die springt auch hoch genug, dass ich wieder zurückkomme im Notfall. Nee, damit komme ich, glaube ich, nicht wieder zurück. Ja gut, ich muss eh den ganzen Weg nochmal sein. Ich kann mich irgendwo hinschießen von hier. Okay, komplett useless. Geil. Nee, von hier kann ich mich, glaube ich, maximal darüber kann ich mich schießen, oder? Ich glaube nicht mal, das geht. Nee. Oder? Ganz an den Rand. Nee, ich kann ja nicht mal die Plattform erreichen. Ach, darüber hätte ich mich schießen können. Ja, okay, habe ich nicht gesehen. War halt weit unten. Komm. Ist okay, ich habe die beiden Truhen. Ich habe, was ich wollte. Dann geht es jetzt noch zu den Bibern. Ja, hier drüben als erstes. Ich komme schon komplett durcheinander. Ich komme nicht mehr drauf klar. Mein Bruder bewegt sich. Das höre ich von hier. Ah, rein da. Die Stromschnellen. Müssten wir in Sora sein. Dann müssen wir, glaube ich, aber noch mit dem hier reden. Hallo. Was haben die denn für Augen? Geschehen wir, du kannst mich durch deine grüne Kleidung nicht täuschen. Bist doch eine leere Flasche, nicht wahr? Hast du deine Lektion noch immer nicht gelernt? Weg, weg, weg. Okay, ich gebe dir eine, aber... Zuerst müsst ihr in weniger als 2 Minuten durch alle Ringe im Fluss schwimmen. Na, wie ist es? Okay. Insgesamt gibt es 20 Ringe. Du musst in der richtigen Reihenfolge durchschwimmen. Schwimm immer durch die rotierenden Ringe. Ich zeig dir den Weg, also folgt mir und fahr nicht zurück. Okay. Zurückfahren tue ich nicht. Meine Magie behalte, geht das auch ganz gut. Ja, okay, dann gibt es auch Magiekrüge. Mag. Okay. Ich glaube, wir haben eh genug Zeit. Wir können uns auch Fehler erlauben. Zumindest bei dem Rennen, beim anderen wird es schon etwas schwieriger. Kamera gleichzeitig drehen ist halt auch schwierig während dem Schwimmen. Da muss ich halt einfach kurz aufs Speed gehen. Och nein! Geh doch hoch! Geh hoch, du... Junge Mikau, du gehst mir teilweise echt auf den Sack. Geh doch einfach hoch. Die Sora-Steuerung ist nicht gerade einfach. Und jetzt hat er mich komplett abgehangen. Und mir geht gleich die Magie aus. Ja, nicht springen. Wieso springst du durch? Egal, wir haben's. Und ich fühle mich gerade gestört. Ich muss das Ding kurz pausieren. So, Vater war da, aber doch nicht der Bruder. Und ja, dann können wir weitermachen.
Oh, es war perfekt. Das ist gar nicht gut. Hast du mich gerufen, kleiner Bruder? Ich hab dich gerufen, großer Bruder, eigentlich. Was? Eine leere Flasche? Ja, eine leere Flasche. Keine Sorge, kleiner Bruder. Bei uns stellt eine leere Flasche einen Schatz dar. Nur weil du meinen kleinen Bruder besiegt hast, kann ich dir so etwas Wertvolles nicht einfach überlassen. Nicht einfach überlassen. Du sollst sie haben, wenn du auch gegen mich antrittst. Willst du es versuchen? Ja. Die Regeln bleiben unverändert, aber diesmal warten 25 Ringe auf dich. Fall nicht zurück. Okay, ich bin überhaupt nicht ready. Geht soweit. Es kommt halt immer noch diese Asi-Zeug, ne? Beispiel hier, wo ich meine Kamera wieder ein wenig drehen muss. Hier auch. Das Wasser nervt dann halt auch schon. Bro! Hallo, ich bin doch durch! Fresse, muss ich jetzt schon wieder morgen umschreien. Egal. Ja, komm schnell runter. Ja, passt. Der Sprung war ein bisschen nervig, aber alles gut. Oh, Junge. Wo schwimmst du hin? Junge. Die Sora-Steuerung ist okay, versteht mich nicht falsch, aber... Was ist da? Nee, okay, versteht mich falsch, die Sora-Steuerung ist nicht okay, weil... Was ist da gerade passiert? Das kann mir doch keiner sagen, dass es normal ist. Schön, noch kann ich schaffen. Ist da hinten der Breit gegen eine unsichtbare Wand? Mich verarschen. Ich bin durch. Ich bin durch den Ring, man sieht's. Nur wegen dem dummen Anstoßer, der nicht mal... Das ist eine unsichtbare Wand gewesen. What the fuck? Und ansonsten kam ich ganz gut durch mit dem Zeug. Alter... Das ist ja pervers, dieses Spiel. Bro, geh doch einfach durch, komm schon. So schwer ist es doch nicht, oder? Vielleicht muss er etwas bieten, aber zur Sicherheit. Wieso gehst du hoch? Bist du dumm? Das macht mich aggressiv. Was ist das? Nee, ich gebe gleich schon wieder auf. Was ist das für ein Scheiß? Wo springst du hin? Ist okay, komm schon, aber... Ja komm, stell dich auf den Ring drauf. Ist eine kluge Idee. Ich war gerade stuck auf dem Ring. Ey, ich will das Spiel nicht tothaten. Wirklich, aber ich weiß nicht, was ich in so einer Situation denken soll. Ja, schwimm halt, komm. Ja, schwimmen in die Richtung kommen. Danke, Alter. Mir so fett auf den Sack. Er hat geschafft, kleiner Bruder. Ja, geschafft, großer Bruder.
Jetzt wohl nichts, was wir tun können, kleiner Bruder. Aber... Was ein Sch... Ein großer Bruder. Was ein Scheiß. Ja, danke. Ihre Flasche, je. Wir haben dich unterschätzt. Alter, und ich glaube, das geht noch eine... Nein. Es ist noch nicht abgehakt. Es ist noch nicht abgehakt. Wir sind noch nicht durch. Wo ist der Sack? Gib mir deine weitere Mission, komm. Ich will's hinter mich bringen. Ist wieder da. Ja. Wir haben keine Leonflaschen. Ins andere mit. Ja, komm. 1,50? Nein, aber nicht noch gegen den Großen auch in 1,50, oder? Der Kleine in 1,50 ist okay, aber der Große, nee, bitte nicht. Ich meine, es sind auch Fehler passiert, aber die Fehler, ganz ehrlich, also wenn der da auf dem Ring draufsteht, dann tue ich den Fehler ganz ehrlich dem Spiel zuschreiben und nicht mir. Wenn ich gegen den Kleinen antrete. Ah. Ach, das war schon der... Ja, geil. Ich hab's verwechselt mit dem nächsten Rennen. Ich dachte, ich muss da nochmal rüber. Ach, du Scheiße. Geil, viel ist es nicht mehr. Soll hier schnell einen Krug mitnehmen. Ganz ruhig. Okay, passt. Er hat es schon wieder geschafft, kleiner Bruder. Wieder geschafft. Schäm dich, kleiner Bruder. Jetzt bin ich dran. 1,50. Wie soll ich bei dem Scheiß noch 10 Sekunden übrig haben? Ich kann den Krug da drüben ja nicht mal mitnehmen. Das erlaubt mir das Spielgefühl einfach nicht. Die Kamera macht auch einen Dreck. Ja, warte mal. Oh, ich... Okay, okay. Ich nehme den Scheiß mit der Kamera zurück, weil ich kann ja in die Richtung, wo ich hinschwimme, mal anvisieren. Das macht zwar auch etwas unkonstant, weil ich mich ja auch ein bisschen umschauen muss, wo der nächste Ring ist, aber ist in Ordnung. Okay, das macht zum einiges besser. Nein, nicht gegen den Baum. Was macht der? Du bist so dämlich. Ja, komm, spring nochmal dagegen. Spring gegen den Ring. Bist du dumm? Guck mal, vorher waren hier aber nicht so viele Ringe, oder? Sofort, als wäre hier einer dazugekommen. Das würde bedeuten, dass irgendwo anders einer fehlt. Ja, komm, die Magie kann ich nicht mitnehmen. Okay, es lief gut. Er ist ein würdiger Gegner, kleiner Bruder. Du hast dich überschätzt, großer Bruder. Wenn wir ihm das geben, wird er uns dann wohl in Frieden lassen. Ja, ich will aufhören, großer Bruder. Yes, das war das Ganze wert. Bitte, wir haben keine Lust mehr. Okay. Ja, ich habe auch keine Lust mehr. So, Biberrennen durch. Dann können wir uns jetzt wohl noch an das Krugspiel machen. Hier ist der Ausgang, oder? Ja, sollte. Okay.
Vielleicht landen wir hier drin und falls nicht, dann habe ich immer noch Double Defense. Ich habe absolut eigentlich keinen Bock mehr auf den Scheiß, aber der Part soll noch 10 Minuten gehen und da will ich jetzt noch irgendwas Sinnvolles machen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich mich fürs Kriegsspiel hinstellen muss. Vielleicht irgendwie so. Nee, zu hoch. Zu weit rechts, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben noch 40 Rubinen, es geht. Vielleicht näher dran. Ich glaube näher dran könnte reichen. Vielleicht so. Nee, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin zu nah dran. Dass ich deswegen so den einen nicht treffe. Vielleicht auch so. Treffe ich da noch den? Ja. Das ist zu hoch. Warte, ich will nochmal aus der Position. Das hat mir jetzt ein bisschen der Schlag verhauen, aber vielleicht geht es sogar. Es ist schon wieder zu hoch, ich verstehe es nicht. Alter. Jetzt habe ich keine Rubine mehr, cool. Okay, ich besorge mir kurz Rubine und danach hoffe ich, hier irgendwie die Lösung zu finden oder sie im Internet zu finden, keine Ahnung. Hauptsache, ich spare mir hier noch ein paar Rubine. Ich nehme jetzt erstmal hier ja, 50 mit. Nee, komm, wir gehen direkt auf 100. Vielleicht bin ich ja dann die Lösung. So. Aber ja, ich will auf jeden Fall noch ein paar Herzteile mitnehmen vor dem nächsten Gebiet, aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt aufs 10. kommen. Dann sagen wir vor dem nächsten Dungeon, dann können wir noch einiges machen. Eventuell auch die Carfai-Quest. Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, die könnten wir, wenn wir ins nächste Gebiet gehen, schon mehr oder weniger... fertigstellen. Sollte gehen. Weiß ich aber nicht ganz. Naja. Ja, Bro, in den Nebel will ich nicht. Er war nur zum Flugspiel. Da hinten bei den beiden Palmen sollte das sein, oder? Ja. Das Skulltula-Haus müssen wir uns noch anschauen. Ich hab bestimmt ach, das erste hat uns die Shika-Maske gegeben. Ja, keine Ahnung, was es andere Zeug gibt, aber jetzt will ich erstmal das hier nochmal machen. Aber ich schaue im Internet nach, wo man am besten steht. Ich glaube, ich hatte schon die Position, aber vielleicht komme ich noch genauer drauf. Okay, ich habe jetzt ein Bild hier, wie er stand, als er es geschafft hat. Habe ich aber kurz gesucht und er steht hier drüben. Ungefähr so würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen näher. Ja, ungefähr so. Vielleicht doch ein bisschen weiter weg. Ich will jetzt nicht alle 100 Rubine nutzen. Ja, ich muss auch ein bisschen weiter nach rechts, nach links. Kann überhaupt noch den, ja. Tue ich, aber ich verstehe nicht, wieso ich den nicht treffe. Ein bisschen weiter nach hinten. Ist aus dem Winkel, den ich gerade geworfen habe. Ein bisschen weiter nach hinten. Ziemlich fahr. Ach cool, mach mir meinen Wurf kaputt. Hä? Warte, was? Der ist nicht mehr hier! Nee, oder?
Müssen der jetzt hin? Der ist einfach weg, weil es Nacht geworden ist. Ja, cool. Ja, was soll ich da drüben los? Ach, das ist einfach nur eine Dekoration. Ja, geil. Ja. Cool, kann ich das Ding gerade nicht mehr machen. Falls ich jetzt irgendwas noch am ersten Tag hätte machen können, weiß ich nicht. Muss ich das dann beim nächsten Mal machen, aber juckt ja eh nicht, oder? Über zum zweiten Tag. Aber mal schauen, was noch geht. Ich muss weiter nach vorne. Ein kleines bisschen reicht, glaube ich, schon. Sollte reichen. Scheiße. So erwischten den einen noch nicht. Irgendwie mehr links stehen. Irgendwie so. Dann erwische ich. Nee, eher rechts. Warte mal, ich kann mich doch auch bewegen, während ich das mache, oder? Ja, und dann kommen die zu einer anderen Seite wieder. Das heißt, wenn ich auch nur vier erwische und mich dann dem anderen näher, dann bekomme ich den eventuell auch. Das reicht, wenn ich vier erwische. Kann ich mich, glaube ich, auch hier positionieren. Nein, ich war zu weit weg. Ah, das hätte sein können. 40 Rubine habe ich noch. Hä? Nee, warte, die kamen gerade beide zu der Seite. Verstehe es nicht, warte, ich schaue nochmal ein Video. Okay, ich habe gerade bis auf seinen Wurf geachtet und ich glaube, er hat nur mit der linken Klinge getroffen. Nur mit der linken hat er diese hier getroffen, meine ich. Es war grundsätzlich nah dran. So vielleicht. Jetzt! Hervorragend, Mika. Du hast da so ein Grinsen in deinem Gesicht. Da hast du 100 Rubine und der Abzug von 10 Rubinen Ersatz für die Krü. Ja, cool. Ja, ich habe weniger bekommen, als ich gezahlt habe. Naja, wenigstens die Aufgabe abgehakt. Gehört ja auch irgendwie zu 100%, neben natürlich allen Herzen und allen Masken. Und dann, wüsste ich tatsächlich nicht, was ich jetzt noch zu tun habe, daher würde ich sagen, beenden wir den Part. Ich gebe nochmal. Man muss sagen, ich habe 100 Rubine ausgezahlt, mir auszahlen lassen und jetzt habe ich 112 dabei, also. Ich habe zwar durch die Quest allein weniger bekommen und ich hatte viel mehr durch die beiden Truhen, die ich da noch mitgenommen habe vor dem Biber-Spiel, aber grundsätzlich zahle ich jetzt mehr ein, als ich hatte und wenn wir beim nächsten Mal, glaube ich, ins nächste Gebiet gehen und uns einfach mal umschauen. Was abgeht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, eine Riesenbombe brauche ich sogar im nächsten Gebiet irgendwo. Ja, aber die kann man sicher besorgen. Ist in Ordnung. Gut, machen wir dann aber beim nächsten Mal und da werden wir uns dann wohl viele Herzteile mitnehmen können. So, vierte Flasche haben wir heute bekommen und ein Herzteil plus das die Krugspielquest. Ich würde sagen, das ist ein erfolgreicher Part für den Progress im Reich der Sowas, kann man so sagen. Ist ja okay. Gut, dann, wie gesagt, nächster Part, neues Gebiet, so ein bisschen reinschauen. Mal schauen, was ich alles finden werde. Und die Garo-Maske wird uns auf jeden Fall auch noch helfen. So viel weiß ich noch, aber was genau wir da jetzt machen, keine Ahnung. So, ich gehe speichern. Und, ja, bis zum nächsten Mal und ciao.